Dachdeckermeister. Das bedeutet, dass wir seit 40 Jahren jetzt hier Dachdeckermeister sind. Erst mein Vater und dann ich und meine Brüder zusammen. Ich glaube, uns zeichnet besonders aus, dass wir ziemlich breit aufgestellt sind, was das Handwerk angeht, und dass wir ziemlich kundennah sind. Meine Mitarbeiter sind alle so lange bei uns, dass die fast jeden Kunden kennen und die Kunden sich teilweise aussuchen, wen sie gerne an ihrer Baustelle haben möchten. Wir decken natürlich Steildächer mit Ziegeln, mit Blechen, verkleiden Fassaden, stellen Flachdächer her. Für die Industrie bieten wir natürlich Dächer im großen Stil an. Da arbeiten wir dann mit Architekten zusammen. Eins der interessantesten Dächer, die haben wir jetzt zuletzt gemacht, im letzten Jahr zum Beispiel in Unna. Ein Dach, was unter Denkmalschutz stand, genau wie das, was wir hier sehen. Und das hatte wirklich Ecken, Kanten, Türmchen und Dachrinnen, Kehlen, alles, was man sich so vorstellen kann an einem Ziegeldach. Das war eine richtige Herausforderung, aber meine Mitarbeiter haben das super gemeistert. Bevor ich Dachdecker wurde, habe ich eine Ausbildung als Arzthelferin gemacht und habe aber gemerkt, dass, was erblich bei mir natürlich auch ein bisschen bedingt ist, dass das einfach auch mich nach draußen treibt. Und ich habe meine Ausbildung gemacht und habe gemerkt, da oben auf dem Dach, da fühle ich mich so richtig wohl. Am Abend kann man sehen, was man getan hat. Das ist schon ein richtig gutes Glücksgefühl. Die Firma Schmiers deckt nicht nur Dächer, sondern sie saniert auch Balkone. Im Hintergrund sind einige davon zu sehen. An diesem Objekt sind es nämlich an der Zahl 40, die wir komplett erneuern. Diese Balkone werden komplett abgedichtet, dort werden Dachrinnen montiert, die Wandanschlüsse und Türanschlüsse werden fachgerecht fertiggestellt. Für die Privathäuslebauer bieten wir eine kompetente Beratung, die wirklich individuell ist. Von daher kann sich jeder dann das Vertrauen aufbauen und gut aufgehoben fühlen bei uns. Wir hatten im Juli eine Katze bekommen, die war 8 Wochen alt. Und die ist durch ein Dachfenster geklettert und lief oben am Wohnhaus über den Dachfirst. Und die Krähen, die kreisten schon und wollten die natürlich dann fangen. Und die Katze hat nur geschrien, dass man also im Dorf schon wusste, bei uns ist irgendwas los. Und dann haben wir überlegt, was wir machen sollten. Und dann kam mein Vater auf die Idee, die Firma Schmiers zu engagieren. Und dann kam ein Mitarbeiter, der heute auch da ist, habe ich gerade erfahren. Und der hat die Katze gerettet. Die Katze gibt es immer noch.